Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Yogastunde. Das Thema heute ist das Thema des Erdens und Fokussierens. Ich glaube, das ist gerade in Zeiten, die uns herausfordern, eine schöne Erfahrung. Denn oft, wenn wir uns herausgefordert fühlen, da sind ja die Sinne im Äußeren orientiert und fokussiert und das zieht uns alles weg von uns selber. Dann fühlen wir uns eben nicht mehr mit uns selbst verbunden oder in uns ruhend. Und deswegen ist diese Yogastunde heute gedacht, um wieder in diese Erfahrung zurückzukehren. Ihr braucht für diese Yogastunde die üblichen Hilfsmittel, also eine schöne Yogamatte, ein bequemes Sitzkissen, vielleicht eine Decke für die ruhigen Momente und wenn ihr das vor Ort habt, bei euch zu Hause, dann eine Yogarolle. Das ist das, was ich neben mir habe, so eine dicke Rolle. Sowas könnt ihr nutzen oder ihr faltet euch eine Decke oder Decken zusammen zu einer Rolle oder schiebt euch große Kissen zusammen, sodass ihr so eine ähnliche Rolle einfach dann bekommt. Gut. Wir beginnen diese Yoga-Klasse im Liegen. Bitte euch dort bequem anzukommen, auch wenn ich noch kurz im Sitzen bleibe, weil ich dann besser sprechen kann. Ihr habt die wunderbare Möglichkeit, im Liegen anzukommen, euch schön gemütlich einzurichten. Und wenn ihr das gemerkt habt, wenn ihr wirklich bequem angekommen seid, dann fühlt nochmal, ob das alles so gut ist, dass ihr die nächsten Momente einfach da sein könnt, im Liegen, euch wohlfühlt. Vielleicht mögt ihr diese Yoga-Rolle oder diesen Kissenstapel auch unter die Knie legen. Vielleicht eine Zudecke nutzen. Und wenn ihr euch gut eingerichtet habt, dann bitte ich euch, die Augen zu schließen. Wenn ihr die Augen schließt, ist das ein wunderbarer Moment, um diesen ersten wichtigen Schritt zu gehen auf dem Weg zu euch selbst. Und das ist euch zu besinnen. Das ist doch mal die Umwelt und die Eindrücke der Umwelt für einen Moment loszulassen. Da ist so viel, was am Tag auf uns einwirkt. Hinter euch liegen Wege, die ihr heute gegangen seid, Wege mit Erfahrungen, die ihr gemacht habt, mit Erlebnissen, mit Begegnungen anderer, das schwingt noch nach. Denn das, was ihr heute erfahren habt, so wie der Tag war bis jetzt, so schwingt das nach, so wirkt das nach, so fühlt ihr euch jetzt. Und doch ist das vergangen, es ist geschehen und es liegt hinter euch. Wir können es nicht mehr verändern. Obgleich wie oft in Gedanken noch in dem sind, was war. Wir lassen es resümieren, wir blicken darauf zurück, verweben es mit Sinn, wir analysieren es, aber es ist geschehen. Oft sind die Gedanken auch auf die Zukunft ausgerichtet, auf das, was vor uns liegt, auf die Erfahrungen, die auf uns warten, auf die Pläne in der Zukunft, auf die Konzepte, die wir vorhaben, auf die Ziele, die wir haben. Und das ist alles so in der Ferne, das wird erst noch geschehen werden. Daher können wir es auch nicht ganz beeinflussen oder verändern. Wir können zwar große Weichen stellen, aber das, was geschehen wird, das liegt noch vor uns, das wird erst noch geschehen werden. Aus yogischer Sicht haben also die Vergangenheit und die Zukunft nicht die große Bedeutung. Das, was wichtig ist, das ist der Gegenwart, das ist die Gegenwart, das ist der Moment, in dem wir sind. Ihr seid jetzt, ihr habt euch hier im Liegen eingerichtet, spürt das auch, also bringt die Aufmerksamkeit zu euch selbst. Und dieses Spüren, dieses Wahrnehmen in euch selbst, das ist der nächste Schritt nach innen. Nehmt wahr, wie ihr den Boden jetzt berührt, mit den Auflageflächen, die ihr spürt, mit diesem Gefühl anzukommen auf der Erde, auf der Yogamatte. Die Erde, wenn ihr sie wirklich wahrnehmt, sie strahlt so ein schönes Gefühl von Ruhe und Kraft aus. Das erdet. Und das ist nicht nur ein Körpergefühl, das ist auch eine geistige Haltung. Geerdet sein heißt, nicht sofort auf die nächsten Eindrücke und Geräusche der Welt zu reagieren und wieder wegzugehen von euch selbst. Geerdet zu sein heißt, selbstbestimmt zu sein, selbst zu entscheiden, was ihr an euch heranlasst und was nicht. Und auf dem weiteren Schritt bitte ich euch, auch die Atmung wahrzunehmen. Wie atmet ihr jetzt in diesem Augenblick?
wenn ihr euch beobachtet beim Atmen, ist der nächste wichtige Schritt zu euch selbst. Jeder Atemzug führt euch zu euch selbst. Spürt, wie ihr einatmet. Und spürt, wie ihr ausatmet. Wo spürt ihr im Einatmen Atemräume, die sich weiten? Wie spürt ihr dort im Ausatmen das sanfte Zurückkehren zu einer inneren Mitte der Atemräume, wenn die Atemräume sich zurückziehen? Ich möchte euch in dieser Yogastunde einladen, immer wieder die Aufmerksamkeit und Sinne zu euch zu bringen. Zu euch selbst, denn ihr macht Yoga für euch selbst. Und immer wenn ihr im Laufe der Stunde merkt, dass ihr ganz woanders seid mit den Gedanken, wenn ihr das beobachtet und wahrnehmt, ist es ein ganz wichtiges Moment, dann das wahrzunehmen, dann kommt immer wieder zu euch zurück. Immer liebevoll wieder in die Atmung eintauchen. Jedes Mal neu. Aber erstmal muss es eben präsent werden und bewusst. Für jetzt bitte ich euch, die Atmung zu vertiefen, sodass wir mit einem schönen, tiefen Atemzug in diese gemeinsame Stunde auftauchen. Atme beim nächsten Mal bitte tiefer ein und dann tiefer aus. Mach das nochmal tief einatmen. Und beim nächsten Mal tiefer ausatmen. Dann nehmt wieder den eigenen Körper wahr, so wie ihr jetzt hier liegt, auf der Unterlage unter euch. Und nehmt wahr, wo erste kleine Bewegungen entstehen dürfen, die euch gut tun, die euch aufwecken. Zelebriert das, diese ersten schönen Aufwachbewegungen. Ja, beginnt euch zu räkeln, euch zu strecken, euch ein bisschen mehr zu dehnen. Macht all das, was gut tut, das, was sich gut anfühlt. Ja, und wenn ihr dabei seid, euch zu beleben und zu erfrischen, dann öffnet auch langsam wieder die Augen. Kommt wieder an im Hier und Jetzt in dem Raum, in dem ihr seid. Und dann braucht ihr für diese Yoga-Praxis am Boden Platz mit den Armen zur Seite. Da sollte Platz neben euch sein. Und Platz hinter euch sollte da auch sein. Und dann, wenn ihr den Raum geschaffen habt, dann legt gleich die Arme hinter euch ab. Legt das rechte Bein zum Boden und stellt den linken Fuß auf. Greift mit der linken Hand zum rechten Handgelenk und zieht hier am Handgelenk sanft nach hinten. Dann könnt ihr spüren, wie der Arm sich verlängert, wie die rechte Achsel sich verlängert und die rechte Flanke lang wird. Schickt die Atmung hier hin in die rechte Seite. Und dann schiebt aus der Hüfte heraus das rechte Bein über die rechte Ferse weit nach vorn am Boden weg. Die rechte Ferse am Boden wegschieben. Atmet ein, zieht euch auseinander zwischen Handgelenk und Ferse. Und atmet aus, entspannt dort in die Größe. Macht das für euch weiter. Einatmen, streckt ihr euch lang in der rechten Seite. Ausatmen, entspannt ihr. Nach ein paar Runden. Und macht es nicht irgendwie, sondern nehmt wahr, bewusst wahr, was ihr macht. Wie ihr mit jedem Einatmen ein bisschen länger werdet. Und sei es nur ein ganz klein wenig, aber ihr werdet immer länger. Und mit jedem Ausatmen etwas sanfter. Ein neuer Zyklus noch, mit dem Einatmen noch größer werden. Fast über euch hinausstrecken. Und bei dem Ausatmen nochmal so ganz wunderbar entspannt ankommen. Stellt dann den rechten Fuß auf, greift das linke Handgelenk und legt das linke Bein ab. Schiebt die linke Ferse am Boden von euch weg, zieht das linke Handgelenk nach hinten, sodass der Raum zwischen Ferse und Handgelenk sich ausweitet, die euch dort streckt. Atmet in die linke Seite, fühlt die Dehnung. Atmet ein, streckt euch dort weiter und atmet aus, entspannt euch dort. Macht das im Fluss der Atmung weiter.
Einatmen strecken, ausatmen entspannen. Auch hier die Dinge bewusst wahrnehmen, bewusst spüren, wie ihr mit jedem Einatmen ein bisschen länger werdet, mit jedem Ausatmen ein bisschen sanfter werdet. Macht das noch einen neuen Zyklus. Noch einmal mit dem nächsten Einatmen ausstrecken, richtig lang über euch hinauswachsen und mit dem nächsten Ausatmen entspannen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann stellt auch den linken Fuß mit auf, verschränkt die Finger, dreht die Handinnenflächen nach hinten Richtung Wand, schiebt euch aus der Kraft der Beine ein bisschen zurück, auf der Yogamatte nach hinten schieben, atmet ein, schiebt Arme und Scheitel nach hinten, atmet aus, entspannt ihr die Größe. Macht das weiter symmetrisch. Hört nochmal ein neuer Zyklus lang. Mit dem Einatmen nach hinten wachsen und strecken. Ganz lang und im Ausatmen loslassen. Und dann bringt im Anschluss die Arme nach oben, einfach schulterbreit nach oben heben. Schüttelt die Arme locker aus. Einfach so, dass sich das gut anfühlt. Bewegt dann auch die Hände und die Handgelenke und die Finger zwischendurch mal. Denn alles habt ihr als Werkzeug heute eingesetzt. So könnt ihr euch wieder regenerieren und verwöhnen. Dann schüttelt gerne nochmal zum Schluss die Arme aus und legt sie dann nach vorn neben eurem Körper auf die Yogamatte. Bringt dort Daumen und Zeigefinger zu einem Bogen zueinander. Denkt dann an Okay-Zeichen. Die Arme locker neben euch abgelegt, die Füße nochmal so aufstellen, dass sie nicht ganz am Becken sind, sondern ein bisschen davor sind, aber auch nicht weit nach vorn, da wo es sich am schönsten, am passendsten anfühlt. Und wir machen mit der Armbewegung weiter. Macht bitte einen großen Bogen mit den Armen nach oben und legt die Arme ganz weit nach hinten zur Erde wieder zurück. Und macht einen Bogen wieder zurück nach vorn, von hinten über oben, nach vorn neben euch ablegen. Einatmend an Bogen nach oben und nach hinten zur Erde und im Ausatmen den Bogen wieder zurück nach vorn. Macht das ein paar Runden für euch selbst. Und wenn ihr merkt, ihr schweift damit den Gedanken ab, weil es ist eine ganz einfache Bewegung, da muss man nicht viel tun. Wenn ihr abschweift, dann kommt immer wieder zu euch zurück. Und konzentriert euch darauf, mal zu spüren, wo Muskeln sich strecken, wenn die Arme hinter euch am Boden ankommen. Wo spürt ihr dort Länge? Wir werden in der nächsten Runde auch den Rücken mitbewegen. Wenn ihr also das nächste Mal einatmet und die Arme nach hinten bringt, dann hebt auch den Rücken nach oben. Einatmen, den Rücken heben, die Arme hinter euch ablegen und ausatmend kommt ihr mit allen wieder zurück nach vorn, legt Arme und Rücken nach vorn wieder ab. Mit dem Einatmen das Becken heben, den Rücken hochrollen, die Arme nach hinten ablegen und mit dem Ausatmen alles wieder zurücklegen nach vorn. Macht das in eurem Tempo weiter, mit einem schönen, lebendigen Gefühl, mit einer schönen, fließenden Atmung, sodass Atmen und Bewegen sich verbinden, sich harmonisieren. Ihr könnt das gern dynamisch weitermachen oder alternativ in den Wendepunkten der Atmung eine kleine Pause einlegen. Dann würdet ihr in der Einatemfülle kurz anhalten, würdet Fäuste machen, um mal diese Kraft und Fülle zu spüren. Und ihr würdet in der Ausatemleere, wenn ihr die Fäuste wieder öffnet, euch wieder zurücklegt, in der Ausatemleere die Knie heranziehen, gern auch den Kopf heben, euch einrollen. Ja, wenn ihr einatmet, den Rücken hebt, die Arme nach hinten bringt,
gerne in der Fülle mal pausieren mit Fäusten und im Ausatmen alles wieder auflösen, wieder euch zurücklegen, in der Ausatmenpause euch umarmen, euch einrollen und wieder zurückkehren. Ja, also findet euren Modus, entweder fließt ihr dynamisch oder macht Pausen in den Wendepunkten der Atmung. Macht es so, dass sich das am besten anfühlt. Das, was ihr jetzt machen möchtet, das macht ihr. Und dazu braucht ihr einfach nur eine innere Wahrnehmung, die euch leitet. Wenn ihr beim nächsten Mal ausatmet, dann kommt bitte in die Schulterbrücke. Das bedeutet, wenn ihr ausatmet, bringt ihr nur die Arme zurück nach vorne und lasst den Rücken oben. Dann sind wir in der Schulterbrücke. Ihr könnt hier zwei Varianten probieren. Ihr könnt entweder die Arme anbeugen, dann zeigen die Unterarme und die Fingerspitzen nach oben Richtung Decke. Das ist für die Schultern und Arme die entspanntere Variante. Oder ihr legt die Arme lang Richtung Fersen ab und verschränkt die Finger mit einer gemeinsamen Faust unter eurem Gesäß. In beiden Varianten ist es möglich, die Schultern unter den Rücken zu ziehen. Zieht also die rechte und linke Schulter abwechselnd unter den Rücken. Mal rechts und links die Schultern unter den Rücken ziehen, sodass die Schulterblätter sich zur Wirbelsäule annähern, sich anschmiegen. Und da fühlt ihr eine Spannung. Da ist Kraft zwischen den Schulterblättern. Ihr spürt auch Kraft in der Körperrückseite, in der Rückenmuskulatur, die wir stärken, in der Gesäßmuskulatur, der Oberschenkelrückseite. Alles ist kraftvoll. Die Füße drücken kraftvoll nach unten. Findet eine angenehme Höhe mit dem Becken, nicht zu tief, nicht zu hoch, da wo es angenehm im unteren Rücken ist, nicht zu stark komprimiert. Und dann stellt euch einen Yoga-Block oder einen Ball zwischen den Knien vor, haltet den Yoga-Block, also zieht die Beine ein bisschen aufeinander zu und schiebt die Knie von euch weg. Dann wird der Nacken länger, der staucht nicht so sehr. Spürt auch die Vorderseite eures Körpers, die Weite, die Dehnung, die Fülle. Atmet in die Vorderseite. Einatmen, werdet dort präsenter. Fokussiert euch in der Vorderseite im Einatmen. Ausatmen, erdet nach unten. Drückt die Fersen und die Schultergelenke sanft nach unten. Atmet und fokussiert euch auch in dieser kraftvollen Haltung. Wenn irgendwo sehr viel Spannung entsteht, wenn ihr fest werdet oder verkrampft, dann schickt vorher Bewegungen dahin. Nehmt wahr, was sich gut anfühlt. Bewegungen dort, wo es angemessen ist. Ihr könnt auch, wenn ihr mehr in die Körperspannung gehen möchtet, den linken Fuß nach unten drücken, rechtes Knie ranziehen, rechten Fuß nach oben schieben über die Ferse. Müsst ihr aber nicht, wenn ihr es mitmacht, dann vergleicht rechts und links. Atmet nochmal durch und kommt dann wieder zurück mit dem rechten Fuß. Hier auch nochmal durchatmen. Die mitmachen möchten, drücken den rechten Fuß nach unten für den Seitwechsel, ziehen das linke Knie heran, schieben den linken Fuß über die Ferse hoch. Spüren Unterschiede zwischen rechts und links. Nochmal durchatmen und dann wieder zurückkommen. Lasst uns alle nochmal tief durchatmen und bringt dann wieder die Arme zurück an die Ränder der Yogamatte. Zieht die Schultern nach außen, legt den Schultergürtel breit ab und rollt euch ganz bewusst, ganz langsam wieder ab. Lasst euch mal Zeit, um das wirklich bewusst wahrzunehmen, wie Wirbel für Wirbel nach unten fließt, wie der Bodenkontakt sich vertieft, bis das Becken ankommt. Und wenn das Becken angekommen ist, dann ist es ein sehr schöner Moment, um sich auf die Entspannung zu fokussieren. Fühlt Entspannungen. Wenn das Körpergefühl durchlässig wird, wenn die Muskelspannung an den Boden abgegeben werden kann, ist alles weicher, alles durchlässiger, alles ein bisschen freier im Körper. Sogar die Atmung. Wie atmet ihr jetzt? Auch der Geist entspannt sich wieder ein bisschen. Gut, wir schenken uns jetzt schöne sanfte Ausgleichsbewegungen. Breite dafür bitte die Arme zur Seite aus.
und beginnt mit den Beinen erstmal sanft nach rechts und links zu schwingen. Macht das mit einem Wohlgefühl, also macht es nicht irgendwie und denkt an irgendwas anderes, sondern bleibt bei euch, spürt bewusst diese Drehbewegung im unteren Rücken. Wenn sie sich dort gut anfühlt, dann macht ihr das richtig. Ihr könnt da gerne die Bewegungen auch vergrößern, auch mal den Kopf entgegengesetzt mitglatten lassen, sodass die gesamte Wirbelsäule sich verschraubt und sich bewegt, schön weich und sanft. War das schön angenehm, schön wohlig für euch selbst? Gut, und dann kommt wieder in der Mitte an, zieht beide Knie an den Oberkörper, greift euch die Knie, am besten separat, dreht die Ellenbogen ein wenig nach außen, dann habt ihr an den Seiten Halt und dann könnt ihr ganz locker in die Seiten schwingen. Und da der Boden so schön stabil unter euch ist, habt ihr da so eine wunderbare Massage im Rücken. Das könnt ihr gerne auskosten, überall dort massieren, wo es angenehm ist, wo es jetzt gut tut. Auch das braucht nicht viel, außer diese Verbundenheit zu euch selbst, außer diesem Fokus auf euch selbst. Dann könnt ihr Dinge, die ihr macht, bewusster wahrnehmen und sie verändern und verschönern. Gut, wenn ihr das dann beendet, dann kommt bitte wieder zurück zur Mitte. Stellt da beide Füße vor euch auf, legt das rechte Bein ab und legt den rechten Arm nach hinten ab. Dann rollt euch bitte auf die rechte Seite, kommt da einfach rum auf die rechte Seite, nehmt den unteren Arm gerne als Kopfkissen. Ihr könnt auch gerne die Knie an den Oberkörper ranziehen, also ganz kompakt werden, wirklich so einen Moment einfach genießen, hier auf der Seite. Ein Moment ganz für euch, ganz geerdet. Und dann lasst uns in den Sitz aufrichten, bitte. Sucht euch einen gemütlichen Sitz aus. Auch das, dieser Sitz, muss jetzt nicht eine besondere Form haben. Nutzt einfach den Sitz, der für euch angenehm ist, der sich gut anfühlt, der entspannt ist. Und wenn ihr ihn gefunden habt, dann legt die rechte Hand in die linke Hand hinein. Und schließt behutsam die Augen. Das ist wieder ein ganz wichtiger, schöner Moment. Findet einen für euch schönen Sitz. Und dann bringt die Aufmerksamkeit nach innen. Geht wieder Schritt für Schritt mit der Atmung den Weg zu euch selbst. Nehmt also bewusst wahr, wie ihr jetzt atmet. Nutzt jede Ausatmung, um euch mit dem Becken ein wenig mehr zu erden. Das Becken ist jetzt die wichtigste Berührung zum Boden. Das Becken verbindet sich mit der Unterlage unter euch. Es ist euer Raum, in dem ihr jetzt seid, euer Zuhause, in dem ihr sitzt. Lasst euch mit der Ausatmung da in diese Unterlage erden. Das ist ein Körpergefühl. Ne? Ich spüre, wie ich sitze, wie ich den Boden berühre. Das ist aber auch so eine geistige Erfahrung. Geerdet sein heißt, nicht sofort wieder woanders hinzuspringen mit der Aufmerksamkeit, wenn da irgendwas im Äußeren wahrnehmbar ist. Auch nicht immer wieder in die Gedanken abzutauchen, sondern auch mal hier anzukommen, bei euch selbst, an diesem Ort, an dem ihr seid. Sich geerdet fühlen, das bedeutet, selbstbewusster mit euch verbunden zu sein. Auch mal diese Abgrenzung zum Äußeren zu machen. Nicht alles, was ihr im Äußeren wahrnehmt, muss euch jetzt erreichen.
Wenn ihr ausatmet, dann findet dieses Gefühl des Geerdetseins. Wenn ihr einatmet, werdet in euch präsenter. Und dann bringt die Hände bitte vor dem Herz zueinander, sodass die Handinnenflächen sich verbinden. So eine schöne Geste, fühlt auch diese Berührung der Hände zueinander. Eine Geste, die uns willkommen heißt, die uns einlädt, uns als einen wichtigen, wertvollen Teil dieser gemeinsamen Yoga-Praxis zu fühlen. In dem Sinn bitte ich euch beim nächsten Mal tiefer auszuatmen und dann tiefer einzuatmen, die Arme auszubreiten, macht einen weiten Bogen über die Seite hoch. Ausatmen, bringt die Hände zueinander, führt sie vor die Stirn, dann vor den Mund und vor das Herz zurück. Nochmal einatmend, die Arme ausbreiten, über die Seite nach oben. Ausatmend, Hände zueinander bringen, vor die Stirn, den Mund und das Herz zurücksenken. Und dann, wenn ihr mögt, euch auch gerne zu verneigen, auch vor euch selbst mit diesem Gefühl des Willkommenseins. Seid willkommen. Und dann lasst uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen wieder öffnen. Namaste, herzlich willkommen. Namaste, willkommen. Ja, dieses Gefühl des Geerdetseins ist eines, das uns in dieser Yogastunde begleitet. Besonders wenn die Welt uns herausfordert, wenn alles so schnell ist, so schnelllebig und eins das andere jagt, ist eben nicht oft das Gefühl da, dass wir so mit uns selbst verbunden sein können. Und deswegen möchte ich diese heutige Yogastunde mit euch nutzen, um in dieses Gefühl dieser Verbundenheit wieder einzutauchen. Bitte euch dann immer die Dinge, die ihr macht, wahrzunehmen, bei euch wieder anzukommen. Und wenn ihr merkt, ihr seid dann ganz woanders, dann immer wieder mit der Atmung den Weg zu euch selbst zurückzufinden. Immer wieder neu. Jetzt bitte ich euch erstmal zu einem bequemen Sitz nochmal anzukommen. Das kann ein anderer Sitz als dieser sein. Hauptsache, er ist bequem und schön. Und bitte euch einfach mit dem Becken nach vorn vor die Sitzbeine zu kippen. Und nach hinten, hinter die Sitzbeine zu kippen. Das macht ihr ein paar Mal. Und macht es natürlich nicht einfach so, sondern spürt diese Beckenbewegung, wie ihr das Gewicht verlagert nach vorn und hinten. Und spürt auch, wie der Rücken sich mitbewegt. Wir können nicht den Rücken ruhig lassen und nur das Becken bewegen. Mindestens der untere Rücken bewegt sich dabei immer mit. Wenn ihr vor die Sitzbeine kommt, macht ihr ein Hohlkreuz. Das heißt, der Rücken richtet sich auf. Wenn ihr hinter die Sitzbeine kommt, macht ihr einen runden Rücken. Das könnt ihr gerne noch vertiefen, also euch extra aufrichten, euch extra einrollen. Nehmt auch die Schultern mit, vor und zurück. Bewegt auch den Kopf also wenn ihr euch einrollt, senkt ihr das Kinn. Wenn ihr euch aufrichtet, hebt ihr den Kopf. Und dann atmet dazu. Mit jedem Einatmen werdet ihr in euch präsent, richtet euch auf. Mit jedem Ausatmen rollt ihr euch ein. Kommt bei euch an. Macht nochmal eine neue Runde. Wenn ihr dann das nächste Mal ausatmet, dann kommt in den aufgerichteten Sitz wieder zurück. Wir machen jetzt eine Seitbeuge. Ich bitte euch dafür, den rechten Arm zu heben, euch nach links zu neigen und mit der linken Hand euch seitlich aufzustützen. Lasst das Becken ein bisschen schwerer werden. Und jetzt spielt mit dieser Seitbeuge. Also lehnt euch mal ein bisschen tiefer hinein und ein bisschen weniger. Und dann könnt ihr wahrnehmen, wie die rechte Seite sich mal mehr und weniger streckt. Wir spielen mit der Dehnung dieser Seite. Das können auch so kleine Federbewegungen sein oder große, ruhige Bewegungen, je nachdem, was euch jetzt am schönsten ist.
Atmet in die rechte Seite. Wir lassen jetzt eine neue Bewegung dazu entstehen, und zwar ist es die des Beckens. Gibt es wieder vor und hinter die Sitzbeine. Dann spürt ihr, dass die Dehnung der rechten Seite sich verändert. Mal wird sie mehr, mal wird sie weniger. Und eine dritte Bewegung ist eine Drehbewegung. Ich bitte euch mal, euch nach links einzurollen und nach rechts aufzudrehen, vor dem Arm nach oben zu schauen und das alles miteinander zu kombinieren. Becken vor und zurück, drehen und mal tiefer, mal weniger tief in die Saatbeuge neigen. Spielt mit den Bewegungen und sucht euch Fasern, die besonders gut sich strecken dürfen jetzt. Und das findet ihr nur, wenn ihr aufmerksam seid. Also führt immer wieder die Aufmerksamkeit zu euch. Spürt immer dorthin, wo was geschieht. Gut, wir beenden diese Seite. Kommt dann langsam nach oben in den Sitz. Hebt beide Arme nach oben und streckt abwechselnd einen Arm nach dem anderen hoch. Um mal die Seiten zu vergleichen. Vielleicht gibt es eine Seite, die jetzt länger ist oder sich anders anfühlt. Dann geht gleich nach rechts, die rechte Hand nehmt euch auf, stützen, neigt euch nach rechts, linke Beckenseite wird schwer, federt erstmal in die Seite oder bewegt euch sanft, mal tiefer, mal weniger tief da hinein. Beobachtet, was in der linken Seite in den Muskelfasern geschieht, wo da mal mehr Zug entsteht und mal weniger. Gut, dann geht mir mit einer anderen Bewegung, und zwar die des Beckens, gibt es vor und hinter die Sitzbeine. Vergleicht da auch in der linken Seite, was da geschieht und sich verändert. Und in die dritte Bewegung, eine Drehung, mal nach rechts eindrehen und nach links aufdrehen. Was verändert das in der Dehnung der linken Seite? Und dann kombiniert das alles miteinander. Kreativ und neugierig sucht ihr nach bestimmten Fasern, die sich noch mehr strecken dürfen. Gut, dann kommt wieder nach oben, richtet euch nochmal auf, streckt einen Arm nach dem anderen hoch, vergleicht die beiden Seiten miteinander und bringt dann zum Nachspüren die Hände wieder zurück nach unten, einfach locker ablegen, mal kurz die Augen schließen. Wie nehmt ihr euch in den Körperseiten jetzt wahr? Vielleicht ist es ein bisschen länger geworden oder durchlässiger für die Atmung. Gut. Lasst uns gemeinsam bitte in den Vierfüßler wechseln. Ihr könnt da gerne vorher was trinken, wenn ihr möchtet. Wir machen so ähnlich jetzt im Vierfüßler weiter. Nutzt da einfach kreative Bewegungen, die jetzt schön sind. Auch das muss nichts Äußeres sein. Also es geht nicht um den äußeren Fokus. Ja, ich kann das ja machen mit dem Äußeren erfahren, wie schaut das aus, was ich mache. Das ist heute nicht so wichtig. Dieser innere Fokus ist wichtiger. Wie fühlt es sich an? Was braucht mein Körper? Was tut ihm jetzt gut? Das ist einfach ein anderer Fokus. Und mit diesem Fokus, dieser inneren Wahrnehmung, bitte ich euch, in den Katzenbuckel zu kommen. Rollt euch ein, saugt den Bauchnabel hoch, hebt die Flanken hoch, hebt euch aus den Schultern hoch, drückt die Hände nach unten, rollt den Kopf ein, schaut Richtung Oberschenkel oder Becken. Dann in den Pferderücken fließen, mit der Wirbelsäule nach unten eintauchen, in die Schultern eintauchen und den Kopf am Ende heben. Dann wieder in den Katzenbuckel einrollen, rund werden, in den Pferderücken hineinfließen und lang werden. Ausatmen, in den Katzenbuckel einrollen. Einatmen, in den Pferderücken strecken. Und
Und wenn ihr das schon öfter gemacht habt, dann ist das routinierte. Routine ist ja auch gut. Es ermöglicht uns, uns auf andere Dinge zu fokussieren und einfach die Wahrnehmung anders auszurichten und Energie zu sparen, auch im Geist. Wenn euch jetzt auffällt, dass ihr mit den Gedanken woanders seid, dann kommt wieder zu euch in diese Bewegung zurück. Wir verändern sie jetzt auch. Bitte euch, die nächste Bewegung im Becken zu beginnen. Vom Becken durch den Rücken bis in den Kopf zu fließen. Immer wieder neu, erst am Becken beginnen, dann den Rücken mitnehmen und die Bewegung am Kopf enden. Und schon ist es anders, schon bindet das die Aufmerksamkeit wieder. Und da könnt ihr viel, viel besser spüren, wie der Rücken sich bewegt, wie so eine Bewegungswelle durch ihn hindurch, vom Becken Richtung Kopf. Macht noch eine neue Runde. Und kommt aus dem Pferderücken bitte in den abwärts schauenden Hund. Ihr stellt die Füße auf, schiebt das Becken nach hinten hoch und dann bewegt euch hier weiter, bleibt dynamisch, schon laufend auf der Stelle. Ja, eine Ferse tiefer, eine Ferse höher. Dann könnt ihr auch wahrnehmen, wie die Beinrückseiten sich abwechselnd strecken, wie ihr die Knie bewegt, die Hüfte bewegt. Könnt ihr gerne das Becken mit nach rechts und links schaukeln lassen. Mal so ein paar schöne Bewegungen entstehen lassen, euch auch mal strecken im Rücken, in den Flanken und Achseln. Macht das alles mit einem schönen, angenehmen, wohligen Gefühl. Gut. Und dann beendet diese kleine Bewegung. Hebt beide Fersen bitte hoch. Streckt die Beine durch. Streckt den Rücken. Schiebt das Becken nach hinten raus. Und lasst mit langem Rücken, langen Beinen die Fersen wieder ein bisschen tiefer sinken. So tief es möglich ist. Und tief atmen in den Rücken. Euch wahrnehmen in der Rückseite, wie ihr euch wirklich streckt in der gesamten Rückseite. Und dann schaut Richtung Hände, wandert mit den Füßen Richtung Hände. Schöne kleine Schritte nach vorn in eine Vorbeuge. Lasst euch ganz weich nach unten sinken in dieser Vorbeuge. Immer so ganz sanft die Knie anbeugen, Oberkörper ganz sanft bewegen, dass es gut tut. Vielleicht ein bisschen federn oder schaukeln. Nicht das machen, was nicht gut tut, sondern genau das machen, was sich gut anfühlt. Es braucht also diese Wahrnehmung zu euch selbst. Okay, dann kommt in die Hocke, stützt die Hände auf die Oberschenkel, rollt euch in dieser Hocke hoch und sucht nochmal nach schönen Bewegungen, die jetzt gut tun. Ja, vielleicht gibt es da Bereiche, die sich freuen, wenn ihr sie dann noch mehr bewegt, noch mehr teilhaben lasst. Wenn wir uns gleich aufrichten, dann mit einem ganz klaren Fokus auf den Boden, nehmt mal die Füße bitte wahr, verteilt das Gewicht so, dass ihr nicht ganz auf den Fersen oder auch nicht ganz auf den Zehenballen steht, sondern hinten und vorn gleichmäßig belastet mit dem Gewicht auf den Füßen. Jetzt drückt die Füße nach unten in den Boden und weil ihr den Boden wegdrückt, richtet ihr euch langsam auf. Ja, immer den Fokus nach unten, ihr drückt den Boden weg und kommt dadurch nach oben. Wenn ihr im Stand seid, dann rollt die Schultern mal so richtig schön, richtig groß nach hinten. Gut, und dann legt die Schultern locker auf den Brustkorb wieder ab. Wir starten mit einer kleinen Bewegungssequenz. Kommt bitte mit mir in den vorderen Teil der Yogamatte. Bringt dann die Hände vor dem Herz zueinander. Beugt etwas die Knie an, taucht mit den Fingern Richtung Knie ein und streckt euch über vorn wieder hoch in den Stand. Ganz lang werden, den Boden wegdrücken. Breitet die Arme aus. Beugt euch in die Verneigung nach unten, also die Knie anbeugen, Oberkörper nach unten fließen lassen. Stellt euch vor, ihr verneigt euch Richtung Erde. Dann kommt in die halbe Vorbeuge, stützt die Hände gegen die Beine, streckt den Rücken lang nach vorn und fließt wieder in die ganze Vorbeuge zurück Richtung Erde. Setzt den rechten Fuß hier einen großen Schritt zurück, richtig groß nach hinten. Dann kommt mit dem linken Fuß nach hinten in den abwärts schauenden Hund. Von dort die Knie zum Boden senken, im Katzenbuckel ankommen, in den Pferderücken weitergleiten und dann in das Kind hineinräkeln. So ein schöner Ankommensmodus hier am Boden und bei euch selbst. Kommt von dort wieder hoch in die Bewegung, in den Katzenbuckel, gleitet in den Pferderücken und in den abwärts schauenden Hund. Hände schieben nach unten, Hüfte zieht nach hinten hoch, Fersen sinken runter, kommt in den hohen Liegestütz nach vorn. Und legt euch zum Boden nach unten ab.
Schiebt das Steißbein nach hinten, rollt die Schultern zurück, zieht euch nach vorne hoch in die Kobra, Hände drücken sanft nach unten und dann zurück in den abwärts schauenden Hund, Hände kräftig nach unten drücken, wieder nach hinten hochwachsen. Rechter Fuß einen Ausfallschritt nach vorn, Becken tief, Blick heben, dann der linke Fuß nach vorn, die Vorbeuge weich eintauchen, die Arme ausbreiten, rollt euch hoch in den Stand, drückt den Boden nach unten weg. Und bringt dann im Ausatmen die Hände zum Herz zurück. Atmet ein, taucht Richtung Knie ein, über vorn streckt euch hoch. Ausatmend in die Vorbeuge eintauchen, zur Erde verneigen. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken, langer Rücken. Ausatmen in die ganze Vorbeuge zurückfließen. Der linke Fuß im Einatmen weit zurück. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten, der abwärts schauende Hund. Einatmend die Knie absetzen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmend in das Kind, wunderschön geerdet ankommen. Einatmend hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend abwärts schauender Hund. Einatmend in den hohen Liegestütz fließen. Ausatmend zur Erde gleiten. Einatmend in die Kobra das Brustbein heben. Ausatmend in den abwärts schauenden Hund zurückschieben. Einatmend den linken Fuß nach vorn setzen. Ausatmend den rechten Fuß nachführen in die Vorbeuge. Einatmend die Arme ausbreiten, langsam hochkommen, den Boden wegdrücken. Ausatmend die Hände zurückbringen zum Herz. Wir beginnen nochmal mit dem Einatmen eintauchen, über vorn hochstrecken. Ausatmend zur Erde verneigen nach unten. Einatmen in die halbe Vorbeuge mit langem Rücken, das Brustbein heben. Ausatmen in die ganze Vorbeuge zurückfließen. Der rechte Fuß mit dem Einatmen nach hinten. Ausatmen der linke Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmen, Knie absetzen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum Kind ankommen. Einatmen wieder hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen zum Liegestütz, ausatmen zur Erde, einatmen in die Kobra, ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund. Lass uns mal kurz hier bleiben, mal so ein paar tiefe Atemzüge einfach hier ankommen im abwärts schauenden Hund. Es braucht den Bodenkontakt, ich bitte euch mal die Finger aufzufächern, die Fingergrundgelenke in den Boden zu drücken, auch die im Zeigefinger und im Daumen. Die Hände schieben die Yogamatte nach vorn runter und je mehr die Matte in den Boden schiebt, desto mehr können die Flanken lang werden, die Achseln lang werden, die Hüfte nach hinten hochziehen und die Fersen nach hinten runterschieben. Also Hände und Füße berühren den Boden und zwischendurch steigt das Becken hoch. Gut. Verlagert ein bisschen mehr Gewicht auf den linken Fuß. Und hebt das rechte Bein nach hinten an, schön weit die Ferse wegschieben im rechten Bein, rechte Hand in den Boden drücken, dann kann die rechte Seite sich noch mehr strecken. Jetzt dreht ihr die Hüfte auf, die rechte Hüfte hoch, über die linke heben, rechtes Bein zeigt nach rechts, nochmal einatmen, rechtes Bein höher heben und ausatmen, den rechten Fuß nach vorn aufsetzen. Ich drehe mich kurz, dann könnt ihr mich besser sehen. So, linkes Bein dreht ihr bitte auswärts, sodass die Ferse nach innen sich absetzen kann. Ja, und bleiben kurz hier, ich bitte euch mal die Zehen im vorderen Fuß zu heben, rechten Fuß die Zehen heben. Dazu sehen, wie dieses Innengewölbe sich aufrichtet, der Innenknöchel sich hebt. Lasst dieses Innengewölbe aufgerichtet und senkt die Zehen weit aufgefächert sanft zurück nach unten, ohne dass das Innengewölbe kollabiert. Jetzt drückt euch langsam nach oben hoch. Ihr könnt euch gerne über dem rechten Oberschenkel nach oben stützen und aufrichten. Okay, die Hände einfach an die Hüfte. Der Oberkörper ist orientiert zur langen linken Mattenseite. Bringt ruhig nochmal den Blick zu den Füßen und hebt bitte in beiden Füßen die Zehen hoch. Das geht im vorderen gut, im hinteren noch ein bisschen. Ja, könnt ihr alle Zehen heben. Die Fußflächen wahrnehmen, die den Boden berühren, die Fersen, die Außenkanten und die Zehenballen. Und dann spreizt die Zehen und legt sie sanft zurück zur Yogamatte, ohne da rein zu drücken. Einfach sanft ablegen. Linkes Bein streckt sich durch, rechtes Knie beugt hier an. Wenn ihr es beugt, dann so, dass ihr das Knie über den Fuß nach vorn beugt, nicht nach innen beugt, über den Fuß nach vorn.
Gut, okay, die Hände an die Hüfte, mal Oberkörper ganz frei aufrichten. Genau über dem Becken strebt ihr mit dem Brustkorb hoch. Wenn wir da jetzt so ein geerdetes Gefühl einbauen in die Haltung, dann so, dass ich euch bitte, die Beinmuskeln mal anzuspannen und euch vorzustellen, ihr zieht die Beinmuskeln wie so ein Strumpf hoch Richtung Becken. Ja, von den Füßen durch die Beine zieht die Muskeln hoch zum Becken. Und dann drückt nochmal die Füße mit den Knochen nach unten in den Boden. Jetzt sind die Beinmuskeln viel zentrierter, die schmiegen sich an die Knochen. Das ist richtig stabil nach unten. Ja. Umso leichter der Oberkörper. Mal die Schultern locker ablegen und die Arme ausbreiten. Macht ihr dieses Atemmudra, also bringt Daumen und Zeigefinger zu einem Bogen zueinander. Und dann schaut über den rechten Arm in die Ferne. Könnt euch da gerne einen Punkt aussuchen oder ganz in der Weite einen Punkt vorstellen. Das fixiert auch sehr schön die Aufmerksamkeit. Atmet, nehmt euch wahr. Das ist eine schöne Haltung, um sich zu erden, so wirklich stabil zu stehen, aber auch um sich frei zu fühlen, um präsent zu sein. Wenn ihr einatmet, spannt die Beinmuskeln an, spannt auch die Armmuskeln ein bisschen an. Stellt euch vor, ihr zieht die Armmuskeln Richtung Schultern. Wenn ihr ausatmet, werdet lang, streckt die Arme, schiebt die Füße nach unten. Einatmen, die Muskeln in den Körper ziehen, die Beinmuskeln zum Becken, Armmuskeln an die Schultern. Ausatmen, dann wieder strecken, lang werden in dieser Umarmung. Nochmal ein Atemfluss. Dann kommt mit beiden Armen wieder zurück zur Yogamatte. Richtig großer Schwung nach unten, hinteren Fuß aufstellen, Schritt zurück in den Hund. Nehmt diese Präsenz in euch selbst mit, dieses Körpergefühl. Kommt damit in den hohen Liegestütz. Atmet ein, spürt die Kraft, die es hier braucht. Atmet aus, kommt zur Erde, legt euch ab. Einatmend in die Kobra gleiten. Schultern zurücknehmen, ausatmen, zurück, kraftvoll vom Boden wegschieben in den abwärts schauenden Hund. Jetzt verlagert ihr Gewicht auf den rechten Fuß, hebt das linke Bein nach hinten hoch, schiebt die Ferse weit weg. Und dann drückt ihr die linke Hand in den Boden und streckt euch in der Länge noch einmal weiter. Lang in der linken Seite atmen, die Hüfte aufdrehen, die linke Hüfte über die rechte stapeln, linkes Bein zeigt nach links. Mit dem Einatmen das linke Bein höher ausscheren lassen, mit dem Ausatmen den Fuß nach vorn schwenken zu den Händen. Mal hier das rechte Bein auswärts drehen, die Ferse nach innen flach absetzen. Im vorderen Fuß die Zehen heben, hier auch mal das Fußgewölbe ansehen, wie es sich aufrichtet. Den Innenknöchel hochziehen. Außenkante des Fußes in den Boden drücken, Großzehenballen in den Boden drücken. Das Gewölbe gehoben lassen und die Zehen sanft ablegen. Den Fuß nach unten drücken und dann stützt ihr euch hoch. Kommt langsam hoch in den Stand. Dreht euch zur rechten Mattenlänge Längsseite auf. Hände an die Hüfte. Nochmal die Füße erden. Bis auf die Zehen. Und dazu bitte ich euch, die Zehen zu heben. In beiden Füßen. Alle Zehen zu heben. Die Fußsohlen zu spüren, die den Boden nach unten integrieren. Also Fersen, Außenkanten, Großzehenballen, beiden Füßen das Fußgewölbe aktiv, dann die Zehen auffächern und weich ablegen, ohne den Boden zu krallen. Hände an den Hüften, reckelt die Flanken nach oben, so schön leicht werden jetzt, aufsteigen. Schultern locker, dann legt die Arme zur Seite, so auf dem gefüllten Luftpolster ab. Das Atemmudra, Daumen und Zeigefinger an den Bogen. Blick über den linken Arm in die Ferne. Linkes Bein angebeugt, rechtes Bein gestreckt, Füße nach unten drücken, ausatmen nach unten, einatmen nach oben, aufrichten. Ja, und damit wir noch ein bisschen präsenter werden, nutzen wir noch mehr Fuki, mehr Aufmerksamkeitspunkte. Bitte euch mit dem Einatmen die Beinmuskeln gefühlt Richtung Becken hochzuziehen, die Armmuskeln an die Schultern ranzuziehen. Mit dem Ausatmen euch zu strecken, in den Armen länger zu werden und die Füße weiter nach unten zu drücken. Mit jedem Einatmen fokussiert ihr euch nach innen, auch so die Muskulatur nach innen fokussieren in den Körper. Mit jedem Ausatmen präsent werden und wachsen.
Wir lösen die Haltung auf, Mattern, Bogen zurück nach unten, zurück in den abwärtsschauenden Hund nach hinten. Hier nochmal ganz bewusst spüren, wie ihr euch streckt und atmet, in den hohen Liegestütz kommen. Die Spannung im Rumpf spüren, in den Schultern spüren, ausatmen zum Boden ablegen, spüren, wie ihr euch am Boden entspannt und erdet. Dann einatmen Cobra nach oben und ausatmen zurück in den abwärtsschauenden Hund. Nochmal ein paar Atemzüge hier. Einfach atmen, der Atmung lauschen, immer fokussiert bei euch selbst sein. Und dann wandert mit den Füßen nach vorn zu den Händen, Schritt für Schritt nach vorn. Eine weiche, schöne Vorbeuge nach unten. Dann stützt euch auf die Oberschenkel, kommt in die Hocke. Es wird nochmal nach schönen Bewegungen, die jetzt gut tun. Spürt ihr bei den Boden. Ja, die Füße sind ganz zentriert, ganz verwurzelt mit dem Boden. Dann drückt den Boden nach unten und kommt langsam hoch, rollt euch hoch, wirbelweise, bis zum Stand. Nochmal gern die Schultern ein paar Mal zurückfließen lassen. Okay, dann ganz locker die Schultern ablegen, die Arme ganz locker. Schaut bitte mal zu den Füßen und stellt die Füße so auf, dass die Beine parallel verlaufen, parallel zueinander. Ja, parallele Beine sind ein sogenannter hüftgelenkbreiter Stand. Das hat den Vorteil, dass die Gelenke übereinander sind. Also Hüftgelenke genau über den Kniegelenken und die genau über den Fußgelenken. Dann ist unser Körpergewicht genau mittig in den Gelenken verankert, da wo es am besten anatomisch vorgesehen ist. Ja, genau mittig. Gut. Und die Zehen bitte heben in den Füßen. Und wenn ihr nach unten schaut, dann seht ihr, wie das Fußgewölbe sich aufrichtet. Ja, so wie auch der Innenknöchel sich hebt, wenn ihr die Zehen hebt. Wir können jetzt den Fuß nicht flach machen. Ja, das geht nicht. Und das ist gut, denn das ist das natürliche Fußgewölbe, das wir hier haben. Bewahrt euch das, auch wenn ihr die Zehen auffächert und wieder ablegt, ja, ohne dass das Fußgewölbe flacher wird. Nochmal, bitte euch nochmal die Zehen zu heben. Gewicht auf die Fersen zu bringen, auf die Außenflächen der Füße zu bringen, diese Außenkante. Auf den Zehenballenbereich, diese Querstruktur hier vorne, das Gewicht zu verlagern, auch auf den Großzehenballen besonders. Und dann die Zehen wieder weich abzulegen. Dann sollte das Fußgewölbe aufgerichtet bleiben. Und nochmal mit dem Boden verbinden, mit den Füßen. Jetzt kommt eine Gleichgewichtsbalancehaltung. Gut, verlagert Gewicht auf den linken Fuß. Drückt den ein bisschen tiefer in die Yogamatte. Das ist auch so ein Gefühl, ja, sich verwurzeln, da nach unten Ruhe finden. Dann beugt das rechte Knie an, dann verlässt schon mal die Ferse den Boden. Die rechte Ferse verlässt den Boden. Linker Fuß drückt nach unten. Die Beinmuskeln dann ein bisschen hochziehen und dann die Knochen wieder nach unten schieben. Diese umarmten Knochen drückt ihr nach unten. Okay, jetzt den rechten Fuß ganz sanft vom Boden lösen. Also ganz sanft. Dann könnt ihr gut wahrnehmen, wie der linke Fuß jetzt sich bewegt. Das ist wichtig, das ist gut. Das Fußgelenk gleicht jetzt die Balance aus. Jetzt greift euch ganz in Ruhe das rechte Knie. Einmal hochziehen, greifen. Und wenn das sehr wackelig ist, ist es gar nicht so schlecht. Dann lernt ihr euch zu koordinieren. Lasst es ruhig dynamisch. Versucht das dann langsam aufzulösen, wenn ihr rauskommt. Das ist immer ein Lerneffekt, eine Sturzprävention. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass ihr euch haltet an euch selbst. Und dann sucht euch gegenüber einen Punkt aus. Es gibt nochmal ein bisschen Orientierung und Ruhe. Und dann einen Fokus. Mit dem Einatmen wachsen nach oben. Mit dem Ausatmen den linken Fuß in den Boden drücken. Atmen. Jetzt nur die rechte Hand an das Knie bringen. Linke Hand zur Seite öffnen. Stellt euch das so einen Haltegriff vor. Rechtes Knie nach außen bringen. Rechtes Hüftgelenk schiebt nach vorn. In Ruhe durchatmen. Und den Weg wieder zurück. Nochmal Knie nach vorn, beide Hände an das Knie. Knie ranziehen. Jetzt bringt beide Arme zur Seite.
und schiebt das rechte Bein nach vorn, schiebt die Ferse nach vorn. Mal hier kurz anhalten, das Bein so auf einer Luftblase ablegen. Haltet es, fühlt die Spannung, die ihr hier braucht. Atmet weiter und beendet bitte. Und bevor ihr die Beine ausschüttelt, bitte ich auch mal kurz wahrzunehmen, wie die Seiten sich anfühlen, wie die Spannung sich anfühlt. Und dann erst die Beine auszuschütteln. Sehr schön. Okay. Dann kommt nochmal an im Stehen. Dann wirklich wieder alles aufbauen. Nochmal die Füße so aufstellen, dass die Beine parallel verlaufen. Die Zehen heben. Auch mal fühlen, wie jetzt die Fersen den Boden berühren. Die Außenflächen den Boden berühren. Die Zehen ballen und besonders der Großzehen ballen in den Boden drückt. Und dann legt die Zehen weich und sanft zurück zur Unterlage. Verlagert Gewicht auf den rechten Fuß. Verbindet den noch tiefer mit der Yogamatte und dem Boden. Verwurzelt euch hier. Beugt das linke Knie so an, dass die Ferse den Boden verlässt. Erstmal nur das. Das ist die Vorbereitung für diese Balance. Sucht euch gegenüber einen Punkt aus, der euch fixiert und fokussiert. Und dann langsam den linken Fuß vom Boden lösen. Mal spüren, wie das rechte Fußgelenk arbeitet, Ausgleichsbewegungen macht. Versucht nicht, die Zehen nach unten zu krallen. Versucht, das Fußgelenk und das Fußgewölbe aktiv zu lassen. Und dann greift euch in Ruhe das linke Knie. Einmal hochziehen, Halt finden. Mit dem Ausatmen nach unten erden. So wirklich, da stehe ich, hier bin ich. Mit dem Einatmen wachsen, präsent werden. Jetzt nur die linke Hand an das Knie, den rechten Arm in Ruhe zur Seite öffnen. Das linke Knie nach links außen führen. Linke Hüfte ein Stück nach vorn schieben. Mal rechts nach unten drücken und die Beinmuskeln hochziehen. Ganz starke Basis, ein starkes Fundament. Ja, wieder zurückbringen, alles zusammenbringen, Hände zum Knie bringen, mal Knie hochziehen. Und dann breitet beide Arme bitte aus. Schiebt die linke Ferse nach vorn, legt das linke Bein auf einer gefüllten Luftblase ab. Haltet es, nehmt euch wahr in dieser Körperspannung. Einatmen, alle Muskeln in den Körper ziehen und ausatmen, von dort lang werden, strecken und wachsen. Nochmal einatmen und ausatmen, in den Stand zurückkommen. Mal kurz nachspüren, diese Spannung spüren und loslassen mit schönen Bewegungen. Alles wieder rausschütteln, alle Körperspannung, alles wieder leicht und lebendig machen. Und voilà. Dann sind wir wieder angekommen. Bitte euch die Füße jetzt ein bisschen breiter als die Hüfte zu orientieren. Breiterer Stand. Mal so ganz locker, um euch herum zu schwingen. Ihr braucht da Platz seitlich und hinter euch. Ganz locker. Auch hier wieder diese Basis, dieses Geerdetsein nach unten. Und das ermöglicht euch, im Oberkörper so richtig schön frei zu schwingen. Und nicht abweichen, nicht abschweifen mit dem Geist. Immer bei euch sein. Spüren, wie ihr euch um diese Achse herumdreht. Und euch auch in dieser inneren Achse nach oben aufschraubt. Werdet größer, wächst aus der Erde nach oben. Und dann lasst die Bewegung wieder ausschwingen. Und wir machen im Sitzen weiter. Sucht euch bitte einen bequemen Sitz aus. Definitiv gerne auf einer Unterlage, also Sitzkissen oder ähnliches, sodass das Becken etwas höher kommt. Und ihr braucht eine Yoga-Rolle oder ein adäquates Hilfsmittel rechts neben euch. Aus dem Stehen sind wir eine Etage tiefer gekommen zum Sitzen. Das heißt also, dass die Beine sich jetzt entspannen, denn die müssen uns jetzt nicht mehr tragen. Findet eine Sitzform, in der die Beine sich gut entspannt anfühlen. Auch die Hüften einmal so die Spannung wieder loslassen können.
Kuschelt das Becken in die Unterlage. Das ist jetzt das Fundament, nicht mehr die Füße, das ist jetzt das Becken. Beginnt euch sanft aufzurichten. Wir machen wieder eine Seitbeuge. Ich bitte euch, den linken Arm diesmal zu heben, euch nach rechts zu neigen, mit der rechten Hand auf die Rolle euch aufzustützen oder, wenn ihr tiefer gehen möchtet, mit dem Unterarm euch aufzustützen. Spürt mal für euch selbst, wo das angenehm ist, wo ihr nicht zu tief seid, nicht zu hoch seid. Die linke Hüfte erden. Und dann könnt ihr sehr schön die Dehnung in der linken Flanke wahrnehmen. Spielt dann nochmal einen Moment mit dieser Dehnung. Kleine Bewegungen, um wirklich wahrzunehmen, welche Fasern da am meisten sich strecken dürfen. Und dann kommt an in einer Haltung. Bringt die linke Hand an den Hinterkopf. Zieht den linken Ellenbogen sanft nach oben und ein bisschen zurück. Und dann findet eine Haltung, in der ihr die nächsten Atemzüge sein möchtet, in der es also intensiv die linke Seite streckt. Vielleicht auch den linken unteren Rücken. Und dann atmet euch in diese Haltung, wird wieder ein bisschen ruhiger. Und wenn ihr abschweift mit den Gedanken, dann kommt immer wieder Schritt für Schritt mit der Atmung zu euch selbst zurück. Fühlt im Einatmen die linke Seite, die sich noch weiter auffächert. Und im Ausatmen wird es ein bisschen sanfter und geerdeter nach unten. Nochmal einen schönen tiefen Atemzug in die linke Seite. Und dann richtet euch langsam auf, lasst euch da Zeit. Kommt in den Sitz zurück, mit beide Hände zurück an die Beine legen. Kurz die Augen schließen, wenn es sich anbietet. Spüren rechts und links. Die Länge in den Flanken. Die Atmung. Und wenn ihr das beobachtet habt, dann gehen wir in die andere Seite, dann nehmt einfach diese Rolle oder dieses Hilfsmittel auf die linke Seite. Und wenn ihr einen Schneidersitz habt, ihr könnt gerne auch das andere Bein nach vorne bringen, dann ist der Sitz wieder etwas bequemer. Ich strecke den rechten Arm nach oben und lehnt euch nach links, mit der linken Hand aufstützen oder mit dem linken Unterarm aufstützen, sodass die rechte Seite sich angenehm streckt, ohne zu sehr zu spannen. Einfach so, dass sich das gut anfühlt. Und dann arbeitet mit kleinen Bewegungen. Arbeitet euch in die Länge der rechten Seite. Also mal ein bisschen drehen, mal das Becken kippen und so weiter. Wo fühlt ihr besonders gut die Fasern, die sich strecken? Und wenn ihr damit gespielt habt, dann bleibt aufmerksam. Auch wenn wir ruhiger werden, bringt die rechte Hand an den Hinterkopf, zieht den rechten Ellenbogen sanft nach oben und ein bisschen zurück. Atmet euch in die Länge der rechten Seite. Einatmend werdet präsenter. Ausatmend, ein wenig sanfter. Immer bewusst machen, was ihr erfahrt, was ihr spürt, was ihr euch schenkt. Raum in der rechten Seite, auch Atemraum. Und dann kommt langsam wieder zurück nach oben. Ganz langsam aufrichten, wieder den Sitz zurückwechseln. Nochmal nachspüren, rechts und links. Wir gehen jetzt in einen Drehsitz.
die linke Hand an das rechte Bein, die rechte Hand nach hinten, vielleicht auf das Sitzkissen oder hinter euch zum Boden. Lasst das Becken nochmal schwer werden. Jetzt schraubt euch ganz langsam von unten nach oben auf. Von unten nach oben dreht ihr euch nach rechts, bis die rechte Schulter sich anlehnt und der Kopf sich wendet Richtung Schulter. Auch hier bewusst machen, wie fühlt er sich an, diese Drehung? Wo fühlt ihr jetzt Dehnung in der Vorderseite und im Rückenbereich? Wo nehmt ihr die Atmung jetzt gut wahr? Kommt wieder zurück nach vorn, in die Mitte. Und nach links, die rechte Hand an das linke Bein, linke Hand nach hinten, Becken erden und dann langsam von unten nach oben nach links aufschrauben, bis ihr die Schulter sanft nach hinten lehnt, den Kopf Richtung Schulter wendet. Wie fühlt sich diese Seite an? Wenn es Unterschiede gibt, dann nehmt sie wahr. Es ist immer schön, sich zu beobachten. Es schenkt uns ein viel feineres Körpergefühl. Es ist auch schön, der Atmung Raum zu geben und zu beobachten, wo dieser Atemraum jetzt ist. Wo atmet ihr hin? Es ist auch wahrscheinlich ein anderer Raum als auf der ersten Seite. Gut, dann kommt wieder in die Mitte zurück. Mal kurz nachspüren, wie wirkt sich das aus? Im Rückenbereich, in den Seiten, in der Vorderseite eures Körpers. Vielleicht mögt ihr nochmal selbst kleine Bewegungen machen, bevor wir dann gemeinsam weitermachen mit einem Sitz in einer kleinen Meditation. Also, was tut euch jetzt gut? Was braucht ihr jetzt? Findet das mit diesem inneren Gespür wieder. Auch nicht mit diesem äußeren Fokus, also nicht der Frage nachgehen, was sollt ihr tun? Wie soll das aussehen? Sondern arbeitet mit diesem inneren Fokus. Was braucht ihr? Was fühlt sich gut an? Was wünscht sich euer Körper? Dann lasst die Bewegungen kleiner werden, bis ihr einen Sitz findet. Das kann dieser Sitz sein, in dem ihr seid, oder ein anderer Sitz, der jetzt für die nächsten Minuten bequem sich anfühlt. Denn ich möchte mit euch für die nächsten Minuten in eine kleine Atemachtsamkeitswahrnehmung eintauchen. Wir werden ein paar Minuten nichts machen, außer uns beim Atmen beobachten. Das klingt erstmal ganz leicht, aber wahrscheinlich werdet ihr merken, dass es doch ab und zu herausfordert, denn der Geist ist es gewohnt, Dinge zu machen. Und er wird sicherlich mal abschweifen zwischendurch. Das ist natürlich. Und immer wenn ihr das beobachtet, dann kommt ganz liebevoll wieder in die Atmung zurück. Die Basis von allem ist unser Körper. Ich bitte euch nochmal, den Sitz so einzurichten, dass ihr euch wirklich entspannt und wohl fühlt. Je entspannter die Körperhaltung, desto leichter könnt ihr atmen und werdet nicht abgelenkt. Und wenn ihr diesen Sitz gefunden habt, dann legt die Hände locker auf die Oberschenkel, bringt Daumen und Zeigefinger zu einem Bogen zueinander und legt die Handrücken auf den Beinen ab. Die Handflächen zeigen nach oben. Das ist wieder unser Atemmudra. Und mit dieser Geste bitte ich euch wahrzunehmen, wie ihr jetzt atmet.
Fokussiert euch zuerst auf die Einatmung. Beobachtet immer, wenn ihr einatmet, wie frische Luft nach innen strömt, durch die Nasenflügel, durch die Nasenhöhle, in den Rachenraum, durch den Kehlkopf, in die Luftröhre, in die Lungen. Wo fühlt ihr, wenn ihr einatmet, wie Atemräume im Körper sich aufplustern? Wo fühlt ihr, wie der Körper sich auffächert, wenn ihr einatmet? Und auch hier denkt nicht von außen, geht nicht der Frage nach, wohin sollt ihr jetzt atmen, sondern spürt von innen, wohin atmet ihr, wenn ihr das beobachtet. Und dann nehmt auch die Ausatemzüge wahr. Wie fühlt es sich an, wenn ihr aus dieser aufgefächerten inneren Weite, wenn ihr dort ausatmet und Atemräume sich sanft wieder zurückziehen? Wie atmet ihr aus? Wie fühlt es sich an, wenn die Atemräume wieder zur Mitte entspannen? Und dadurch strömt etwas wärmere Luft aus den Lungen, durch die Luftröhre, hoch in den Kehlkopf, durch ihn hindurch in den Rachenraum, weiter in den Nasenraum, streicht an der Nasenscheidewand entlang und fließt durch die Nasenflügel nach außen. Und dann nehmt die vollständigen Atemzüge wahr. Folgt der Einatmung und folgt der Ausatmung. Einatmend werdet in euch präsent und ausatmend ein wenig sanfter und geerdeter.
Atmet und fokussiert euch nach innen. Atmen und in euch selbst ankommen. Euch dann am Ende dieser Atemübung ein bisschen tiefer zu atmen, wieder durchzuatmen. Das ist ein schöner Moment, um Raum dafür zu bekommen, mal durchzuatmen, tief einzuatmen und tief auszuatmen. Und dann könnt ihr gerne entscheiden, ob ihr die nächsten Momente, in denen wir in Shavasana eintauchen werden, ob ihr das im Sitzen verbringen möchtet oder im Liegen. Wenn ihr im Sitzen bleiben möchtet, dann vielleicht nochmal den Sitz so anpassen, dass es bequem ist, vielleicht eine Decke drüberlegen. Wenn ihr in das Liegen wechseln möchtet, dann gerne auch was drüber ziehen, eine Decke drüberlegen. Ihr könnt gerne diese Yoga-Rolle oder diese Hilfsmittel unter die Knie schieben, das ist nochmal wirklich schön und entspannt. Macht es euch, egal wo ihr seid, bequem. Shavasana ist im Kern viel mehr als Ruhe, viel mehr als sich einfach hinzulegen und müde zu werden. Shavasana ist im Kern auch eine Achtsamkeitsübung, auch wenn sie jetzt im Liegen stattfindet. Es geht nicht darum, müde zu werden, auch wenn das natürlich passieren kann. Das ist keine Frage. Aber eigentlich führt uns Shavasana in die innere Wahrnehmung, in den inneren Fokus. Nur ist der Unterschied zu eben, dass wir nicht mehr bewusst Dinge wahrnehmen. Also wir brauchen nicht mehr bewusst beispielsweise die Atmung beobachten, sondern wir können diesen Fokus wieder loslassen, den Geist entspannen. Vielleicht behält er ja diese innere Ruhe, diese innere Wachheit und Präsenz bei. Das wäre einfach perfekt für Shavasana. Ein ruhiger, wacher Geist. Genießt somit die Zeit.
hilft euch dann, die Atmung wieder fokussierter und bewusster wahrzunehmen. Sie führt euch wieder zu euch selbst zurück. Es lässt euch den Körper, den Leib wahrnehmen. Und dann schenkt euch erste kleine Aufwachbewegungen. Auch um dieses Aufwachen zu zelebrieren, um dieses Zurückkehren zu zelebrieren in das Hier und Jetzt. Da könnt ihr euch gerne auch mehr recken, mehr strecken und bewegen. Wenn ihr im Sitz seid, dann bleibt bitte im Sitz. Wenn ihr im Liegen seid, dann stellt den rechten Fuß auf und legt den linken Arm hinter euch ab, um euch auf die linke Seite zu rollen. Bleibt dann nochmal einen kurzen Moment ganz bei euch selbst, ganz im Hier und Jetzt, ganz mit euch verbunden. Und dann lasst uns alle im Sitz wieder ankommen, sodass wir diese gemeinsame Yogastunde zu Ende bringen. Mal ein schöner Sitz. Legt die linke Hand bitte in die rechte Hand hinein und schließt noch einmal die Augen. Diese Geste, diese Handschale, sie ist auch eine schöne Geste, die uns bewusst macht, dass wir den Geist immer wieder sammeln, die Aufmerksamkeit sammeln und zu uns selbst zurückbringen. Und es gibt so viele Situationen im Leben, wo wir eben nicht bei uns selbst sind, wenn Dinge uns herausfordern, wenn wir unter Spannung, unter Stress stehen oder so ganz viel auf uns einströmt, dann zieht das immer die Aufmerksamkeit nach außen. Dann verlieren wir oft den Bezug zu uns selbst und merken manchmal erst am Abend, wie es uns eigentlich geht und wie wir uns fühlen. Es gibt aber schon viele Gelegenheiten vorher, das auch zu tun. Und immer wenn sich eine Gelegenheit bietet, mal die Atmung zu beobachten, dann habt ihr ganz viel, dann habt ihr wieder den Weg zu euch zurück, in euer inneres Zuhause, um euch wahrzunehmen, auch um Dinge zu verändern. Es lohnt sich, in euch selbst zu sein und zu ruhen. Dann können wir mit einem viel selbstbestimmteren Modus, mit mehr Ruhe und Kraft wieder zurückgehen in die Welt nach außen. Und die Atmung führt euch immer wieder zu euch. Das ist ein wichtiges und ein ganz großes, mächtiges Werkzeug dafür. Immer wenn ihr euch Zeit nehmt, um zu atmen, seid ihr bei euch selbst. Habt ihr diese tiefe Verbundenheit zu euch selbst und könnt dann wieder in die Welt zurückgehen, so wie wir jetzt auch. Ich bitte euch also, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen, damit zu spüren, wie die Handflächen sich miteinander verbinden und berühren. Das ist schon eine Geste, die uns gemeinsam von dieser Erfahrung, dieser Yogastunde verabschiedet. Atmet beim nächsten Mal bitte tiefer aus. Und wenn ihr einatmet, dann breitet die Arme aus, macht einen weiten Bogen nach oben und bringt im Ausatmen die Hände zueinander vor die Stirn, vor den Mund, vor das Herz. So macht es nochmal für euch selbst. Wenn ihr es mögt, dann verneigt euch gerne auch ganz für euch selbst und vor euch selbst. Dankbar für die Zeit, die ihr fandet und das Vertrauen, das ihr euch und mir schenktet. Dann lasst uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen wieder öffnen. Ja, es ist jetzt inzwischen Abend geworden. Ich wünsche euch einen schönen Weg in den Abend und eine gute Verbundenheit, die euch durch den Abend hindurchträgt. Ich freue mich, wenn ihr euch dann Zeit nehmt. Wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, vielen Dank, alles Gute. Namaste. Namaste.